Ja, seid gegrüßt auf dem Ponta-Kanal. Ich bin der Frank und heute machen wir wieder einen Luftpumpentest. Wir haben lange keinen gehabt, weil es auch keine Gründe gab. Gründe heißt keine neuen Luftpumpen, die interessant gewesen wären. Und hier haben wir jetzt ein neues Modell von Oase. Nennt sich AquaOxy 2500. Es gibt da drei Stück aus der Serie. Die ist frisch rausgekommen. Und die wollen wir uns heute näher anschauen. Was sagt der Hersteller darüber? Ich gucke mal in die Beschreibung, beziehungsweise auch auf den Karton. Da steht 40 Watt und 2500 Liter pro Stunde. Das war's dann auch schon. Das heißt, was mir hier schon mal leider völlig fehlt, ist, auf was beziehen sich die Angaben und welcher maximale Gegendruck ist denn möglich für diese Luftpumpe. Aber wir wären nicht wir, wenn wir es nicht testen würden. Und deshalb habe ich hier die Luftpumpe auf den Prüfstand geschnallt und wir werden es auch gleich mal anstarten. So, wir haben hier, das kennt ihr schon, die 100 Millibar. Hier haben wir 39 Watt. Und hier, da müsst ihr auf hohe Auflösung stellen, damit ihr es erkennen könnt. Hier unten sind 2000 Liter pro Stunde und jeder Strich sind 200 und er steht bei 2400. Halt's mal an. Also wir hatten jetzt 100 Millibar. 2400 Liter pro Stunde und 39 Watt circa. So, das sind 40 Liter pro Minute, wenn wir das durch 60 teilen. Und dafür 39 Watt bei 100 Millibar ist bescheiden, muss man ehrlich sagen. Wieso ist das bescheiden? Ja, wenn wir jetzt mal richtig gute, effiziente Luftpumpen angucken, wie eine Thomas AP60N und ähnliche, dann kommen wir zum Beispiel bei 100 Millibar auf ja mehr als die doppelte Menge bezogen auf Watt, fast die dreifache. Also wir hatten hier 31 Watt und 80 Liter pro Minute. Und hier haben wir ja mehr Watt, 39 Watt und nur die halbe Menge, 40 Liter pro Minute Luft, also wir würden hier beim Gegendruck von 100 Millibar mehr als die Hälfte der Energie verschwenden. Keine Ahnung, Effizienz war wahrscheinlich hier nicht der Fokus. Es hieß sehr leise, kann ich auch nicht bestätigen. Im Vergleich zu anderen Luftpumpen ist das eine normale Lautstärke, insbesondere da es eine kleine Luftpumpe ist, die 2500er. Müssen wir es ja mit anderen kleinen Luftpumpen vergleichen in diesem Segment. Und da sind die generell nicht laut. Die ist jetzt wie die anderen auch nicht leiser. Sicherlich war im Testfeld schon welche dabei, die noch leiser waren. Also mittelmäßig in der Lautstärke, aber sehr zugreifend im Stromverbrauch. Ja gut, das war jetzt ein Messpunkt. Gucken wir andere Messpunkte an. Ich schalte nochmal ein, wir stellen es dann auf 150 Millibar. Vielleicht wird es noch besser. Lassen wir uns überraschen. So, ihr seht hier die 150 Millibar. Dann haben wir hier 35, 36, das Toggle, sagen wir 35 Watt. Und hier haben wir den ersten Strich nach dem Fetten, das sind 2200 Liter pro Stunde, geteilt durch 60, Entschuldigung, geteilt durch 60, sind dann so 37 Liter pro Minute. Bei 35, 36 Watt ändert sich nicht viel. Dann schauen wir mal die Geschichte noch bei 200 Millibar an.
Der Ton verändert sich jetzt deutlich. Es wird jetzt eher so ein Brummton. Das heißt, die Luftpumpe fühlt sich nicht wirklich wohl. Aber ob wir das jetzt dürfen oder nicht, wissen wir nicht. Es ist nichts angegeben. Ich könnte auch hier hochdrehen auf 300 Millibar, ohne dass wir hier irgendwas falsch machen, weil der Hersteller uns ja nichts angibt. Wir haben jetzt bei 200 Millibar 32 Watt. Und ja, ein Strich drunter, das können wir eigentlich nicht ablesen, aber wenn man es extrapoliert, sind es jetzt 1800 Liter pro Stunde oder geteilt durch 60, 30 Liter pro Minute mit 32 Watt ist ziemlich mau. Ich halte es wieder an wegen dem Ton. Also wir haben hier Top-Luftpumpen, die machen mit 30 Watt fast 50 Liter bei 200 Millibar. Und hier nur 30. Also ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, ehrlich gesagt. Metallgehäuse ist gut. Riechen tut sie auch nicht. Ist sie sicherlich solide verarbeitet. Macht keinen schlechten Eindruck von der Wertigkeit her. Entschuldigung. Aber effizienztechnisch eine kleine Katastrophe. Da hatte ich wirklich deutlich mehr erwartet. Muss ich mal so direkt an Oase adressieren. Haben wir hier Fehlmessungen? Nein, also ich habe lange gebohrt bei Oase, am Support, da Kurven oder Tabellen zu bekommen, kam ewig nichts bei. Aber jetzt gerade vor ein paar Tagen kamen die Ergebnisse und die decken sich mit meinen. Wieso hat man die nicht veröffentlicht? Ja, keine Ahnung, hat man nicht dran gedacht oder weil man schon wusste, dass die nicht so prickelnd sind. Ich weiß es nicht. Was ist mein Fazit? Ich bin mit großen Erwartungen gestartet bezüglich Lautstärke, bezüglich Effizienz und bin leider enttäuscht worden. Lautstärke ist mittelprächtig, kann man jetzt nicht jammern, ist aber auch nicht wow. Effizienz ist Mittelfeld, eher sogar im hinteren Mittelfeld. Also von daher preislich, diese Luftpumpe kostet 200 Euro. Also schon Premium natürlich bei Oase und da kriege ich andere Luftpumpen, die mir die doppelte Luftmenge erzeugen in einer vergleichbaren Qualität. Deshalb, falls es jemand von Oase sieht, geht da nochmal drüber, überlegt euch das nochmal, was ihr mit dem Produkt vorhattet. Da ist noch viel rauszukitzeln bezüglich Effizienz. Ja, sorry, der Prüfstand lügt nicht, ich kann leider nur noch messen, was rauskommt. Und von daher heute nicht ganz so positiv. Das war's aber auch schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.